Ja, hallo, mein Name ist Markus Parkflöter, Gründer und Geschäftsführer von Responsive Spaces. Mein Team und ich, wir beschäftigen uns mit der Vermittlung und Inszenierung von Markenbotschaften, vor allem im Business-Kontext. Das sind Messen, Showrooms, Markenerlebniswelten, aber auch Bereiche wie Retail und Ähnliches werden davon berührt. Unterm Strich setzen wir kreativ Technologie ein, um Markenerlebnisse zu schaffen. Meine Rolle beim Festival wird sein, am Freitag die Reflexionsstory zu moderieren und in einer kleinen, aber sehr feinen Runde mit Unternehmerinnen auf Augenhöhe zu diskutieren, was Storytelling im Kontext von Unternehmenskultur bedeutet und bewirken kann. Und genau dieser Austausch auf Augenhöhe und dieses Miteinander einfach Dinge ein bisschen drehen und wenden und diskutieren, sollte, glaube ich, auch das sein, was sich jeder Teilnehmer des Festivals von der Teilnahme erwarten darf. Als neues Festival am Veranstaltungshimmel, ist natürlich die erste Aufgabe, sich einmal zu etablieren. Also das 22 Butterfly muss einmal ein bisschen ankommen, bekannt werden und idealerweise allen dort Spaß machen, damit jeder sich freut, wann es im nächsten Jahr dann wiederkommt und idealerweise mittel- und langfristig natürlich wächst. Inhaltlich, glaube ich, geht es vor allem darum, dass jeder Teilnehmer sich Impulse holen kann, sich ein bisschen auch orientieren kann an der Branche, aber auch an anderen Branchen, wie andere Unternehmerinnen und Unternehmer das ganze Thema Unternehmenskultur wahrnehmen, leben und auch entwickeln. Und die, die es schon am besten machen, werden sich im Zuge des Festivals vielleicht auch ein bisschen Lob und positives Feedback einholen können.